Und da sind wir auch schon wieder, immer noch hier auf unserer wunderbaren Couch in der Trompete in Bochum. Basti, Kotsche. Bam. Ihr habt uns gerade ein bisschen erzählt zur Entstehungsgeschichte und zur Motivation eures aktuellen Albums Fandango. Ein kleines bisschen nur. Fandango. Ja, es ist unglaublich. Also zur Hintergrund hinter der Story. Es gab Ende der 90er ein Spiel, Grim Fandango. Großartiges Adventure-Spiel von LucasArts, die auch so wunderbare Spiele gemacht haben wie Monkey Island oder Indiana Jones and the Fate of Atlantis oder auch Indiana Jones 3. Ich weiß nicht, habt ihr sie gespielt früher? Das war die beste Zeit. Ja. Dot, Day of the Tentacle. Day of the Tentacle. Aber ist das von dem? Auch. LucasArts. Das ist auch von dem. Ja. Großartig. Maniac Mansion oder was? Das ist die wieder Neuaufbereitung von Maniac Mansion. Ah. Also großartige Spiele kriegt man auch als Remastered-Version, alle auf allen gängigen Plattformen, können wir euch nur empfehlen. Und deswegen sage ich immer Fandango, weil Grim Fandango, aber die Platte heißt natürlich Fandango oder Fandango, ist es die richtige Aufnahme. Fandango. Hat man uns gerade richtig erklärt. Entschuldigt dafür. Gerne. Du darfst das. Ab jetzt musst du aber wirklich immer noch Fandango sagen. Okay, wenn ich jetzt noch einmal... Fandango? Fandango. Nein, ich sage Fandango. 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 Geheilt. Geil. So. Geheilt. Yeah. Ja, diese neue Platte, ich muss sie jetzt mal aufmachen. Wunderbar in Folie eingepackt. Sehr hochwertige Folie. Ja. Ah. Weg damit. Ich mache sie mal auf und habe sie tatsächlich noch nicht aufgemacht und noch gar nicht reingeschaut. Artworks alle von dir, ne? Mhm. Gefällt mir, finde ich schön. Ein bisschen Werbung, das legen wir jetzt mal weg. Entschuldigung. Die Platten könnt ihr später übrigens gewinnen. Dazu gibt es später mehr Informationen. Das wird der Hammer, es wird sehr schwierig allerdings. Es wird sehr, sehr schwierig. Gibt es auch bestimmt noch ein Booklet? Ja. Ich will die Platte jetzt nicht kaputt machen. Finde es. Können wir dir helfen? Ja, vielleicht kriegst du es hin. Ich habe zu dicke Wurstfinger. Das allerdings. Anders. Das war der Trick. Okay. Ein wunderbares Booklet. Mit, ich sehe, verschiedenste Fotos und... Es macht ja nichts mehr Spaß, als Leuten beim Blättern in Büchern zuzugucken, die man selbst nicht sehen kann. Das ist großartig. Das ist großartig. Also deswegen, ich blätter hier noch einmal kurz durch. Ich habe gesehen, also ihr habt ja jetzt auch ein neues Label. Das ist völlig richtig. Ihr seid jetzt bei People Like You. Ja. Unter anderem mit Labelmates wie Eskimo Callboy, die ihr auch noch aus letztem Jahr ganz gut kennen müsstet. Klar. Von der Callejon vs. Eskimo Callboy Tour. Wie kam es dazu? Zum Label, meinst du? Genau, zum Label. Ja, so wie es halt manchmal läuft, man wechselt Labels, da sind wir auch ganz groß drin eigentlich. neues Label, neues Album, neues Team. Frischer Wind tut der Sache gut und grundsätzlich ist es jetzt nicht so, als wären wir mega unzufrieden oder so mit unseren alten Labels jeweils gewesen wären, aber es ist ganz einfach so, irgendwann laufen Verträge aus und dann macht man neue Verträge. Das ist einfach ziemlich langweiliges Plattenbusiness-Zeug so. Und People Like You Records haben die Vision, die wir da vorhatten mit allem drum und dran, sehr gut verstanden und wir haben gesagt, ja, heiraten wir. Auf jeden Fall. Und jetzt habt ihr geheiratet? Jetzt haben wir geheiratet. Das ist so eine Steuerhochzeit. Ja, klingt das bei dir? Die gesteuerte Hochzeit, die geplante Hochzeit. Nicht wie sonst ungeplante Hochzeiten immer so sind. Ne? Hochzeiten sind ganz spontan. Nee, ist alles super. Und wir sind echt froh, dass das Ding jetzt endlich draußen ist. Und ich meine, interessieren sich Leute heutzutage eigentlich noch für Labels? Das würde mich mal wirklich interessieren. Interessiert euch das? Posten Sie in den Kommentaren. Ja, das interessiert mich tatsächlich auch. Also, weil, ich meine, vorher, ich habe das Gefühl, es hat niemand mitgekriegt. Wir waren vorher bei 4Music. Ja, richtig. Ja, was eigentlich ein Hip-Hop-Label ist. Ich weiß nicht, ob das irgendwen mal interessiert hat, dass das so war. So fand ich auf jeden Fall damals ziemlich interessant. Also mich hat es tatsächlich interessiert, weil es mich überrascht hat, dass ihr bei 4Music seid. Ja. Also 4Music, das ist das Label der Fanta 4. Mit einigen durchaus bekannten und großen Acts. Und da war ja auch sehr viel Promo auch im Rahmen eures Albums, deswegen hat man auch mitbekommen, also ich habe es zumindest mitbekommen, dass das bei 4Music auch rausgekommen ist. Aber die Frage interessiert mich tatsächlich auch. Also interessiert ihr euch noch, welches Label welche Musik herausbringt? Seht ihr da irgendwelche Zusammenhänge? Das ist halt die Frage. Haben People Like You in irgendeiner Weise Einfluss genommen auf die Entstehung eures Albums? Oder nein, überhaupt passiert nicht. Passiert sowas noch?
war auch eigentlich genau der Grund, warum man so glücklich war, oder das, was Basti gerade sagte, dass die Vision, die wir hatten, einfach angenommen wurde und auch mitgetragen wird. Und danach suchen zumindest wir unsere Partner auch aus. Ja. Weil, du hattest gerade schon mal gesagt, es ist alles viel DIY, alles in eigener Hand, kreativ, und da möchte man es auch gerne behalten, und dementsprechend sucht man sich auch Partner und Label so aus, dass sie nicht zu viel Einfluss nehmen auf die kreativen Entscheidungen. Ja, oder das halt absolut mittragen halt so, ne? Und die Sache ist auch die, wir sind, das würde ich auch mal so sagen, wir sind auch nicht die einfachsten halt, ne? Okay. So, das muss man dazu sagen, und das muss man dann auch aushalten. Also ihr seid sehr spezielle Typen. Ja, auf jeden Fall. Wir sind nervig. Wir sind pedantisch, wenn was nicht so läuft, so irgendwie dann tippen wir sofort da drauf, nee, anders. Und also hat eure Mutter, also eure Eltern haben auch immer gesagt, das sind sehr besondere Jungs. Das sind sehr besondere. Du, der Basti, der ist halt einfach, man muss ihn lieb haben, der ist halt anders. Nein, grundsätzlich ist es halt so gewesen, ich meine, wie es halt immer läuft. Man trifft sich, man beredet das und was man vorhat, man stellt eine Vision vor, und dann gibt es Leute, die die können der Vision einfach nicht folgen, mit denen macht man nicht zusammen. Und bei People Like You Records war das sehr, sehr gut. Das ist ja ein Sublabel von Century Media, das sind die gleichen Leute sozusagen. Und viele von den Mitarbeitern, die kennen wir auch schon über Jahre wirklich. Ja. Und von daher hat es direkt ziemlich gut gepasst alles. Und ist cool, ja. Alles gesagt. Auf jeden Fall. Also, ja, das klingt da schön. Da wäre noch eine Sache. Mir ist es selber vorhin schon ein paar Mal passiert, dass ich Callejon gesagt habe, oder obwohl er eigentlich der richtige Name Callejon ist. Habt ihr... Eigentlich sogar der richtige Name Callejon. Callejon, okay. Also eigentlich ist der richtige Name Callejon. PlayStation. Seht ihr? PlayStation. PlayStation. Das ist mein Problem. Umami. 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 Fandingo. Jetzt wieder Fandingo. Du. Sorry. Fandingo, genau. Also ihr seht, das Problem mit dem Aussprechen von Namen haben wir alle, habe ich sehr häufig. Und meine Frage an euch ist, wie viele Leute, Sekunde, ich mache jetzt mal mit. Ich muss das einmal demonstrieren, so fühle ich mich die ganze Zeit. Ja. Wie viele Leute, oder was ist der Name von eurer Band, der absolut am meisten weg gewesen ist von dem Originalnamen? Oder wo musstet ihr am meisten lachen bei der Aussprache eures Namens? Es gab natürlich einige Sachen. Also der gängigste kleine verzeihliche Fehler ist natürlich Callejon, Doppel-L, Mallorca halt. Und Malamike. Kalaratata. Ja. Und dann gab es natürlich noch Callejon. Aber was uns wirklich nachhaltig geprägt hat und was das Allerschönste bislang war Selegion. Selegion. Selegion of the Damned. Verkauft ihr auch die Shirts von Selegion? Selegion. Und dabei ist es geblieben. Ja, Selegion. Ja. Aber es gibt auch Selegion, also die französische Variante. Und innerhalb dieser Kosmos ist ja relativ groß, so, weil wenn man bei Callejon ist, gibt es auch Leute, die sagen Callejon. Ja, und schon. Eine Callejon, so. Also es gibt ganz schön viel. Es gibt auch Callejon einfach, Callejon. Da gibt es schon richtig viel. Wir haben den Namen ja auch grundsätzlich extra nur dafür ausgewählt, um Leute zu verwirren, so halt irgendwie. Am meisten kommt nämlich die Frage auch, also es ist ja ein spanischer Name. Habt ihr spanische Wurzeln? Und dann kommt immer, nein. Ja, und so ist das dann. Gute Story. Ja. Next one. Nein. Nein. Kennt ihr die korrekte Aussprache-Videos bei YouTube? Absolut. Wir sind große Fans. Sachin Aini und Sitchitchitchi. Das ist auf jeden Fall. Synthesis. Wir haben alles auswendig gelernt. Alles auswendig gelernt. Frankadelli. Für die es nicht kennen, wir blenden euch jetzt auch in den Kommentaren unten noch den Link zu den korrekten Aussprache-Videos an. Denn wir haben uns etwas überlegt, was ähnlich ist, was genau in diesem Fall der Aussprache von Bandnamen geht. Ihr bekommt jetzt die korrekte Aussprache. Die kommt jetzt. Geil.